Enterprise. Wie ihr gerade schon von eurem Captain gehört habt, ist die Sache von der Enterprise verschwunden. Wir haben aber soeben noch eine Nachricht von Rockfokus selbst erhalten, die ich jetzt hier auf dem Hauptschirm abspielen werde. Captain, mein Name ist Lieutenant Fabio De Luca. Ich bin ein Mitglied von Commander LaForge Ingenious Crew. Die gesamte Crew der Enterprise wurde entführt. Sie wird auf dem Borg-Kubus gefangen gehalten, zusammen mit hochrangigen Passagieren, mit denen wir auf dem Weg zum Friedensgipfel waren. Die Borg haben die Absicht, die Gesandten und die Crew zu assimilieren. Commander LaForge und ich haben es geschafft, diese Übertragung auf einer niederpriorisierten Subraumkommunikationsfrequenz der Borg zu senden. Wir haben nur diese eine Chance, hier lebend rauszukommen. Die Borgschilde machen es unmöglich, dass sich Mitglieder der Sternflotte in den Kubus oder aus ihm herausbeamen. Allerdings haben wir bei unserem ersten Zusammenstoß mit dem Borg eine Schwachstelle ausmachen können, an der das neuroelektrische Feld von einem Shuttle des Typ 6 durchbrochen werden kann, wenn dessen Schildfrequenz zuvor die der Borg angepasst wird. Diese Übertragung enthält man als die Codes, um die Schildfrequenz der Shuttles zu rekalibrieren und sie damit an die Schildfrequenz des Borg-Kubus anzupassen. Darüber hinaus enthalten sie die exakten Koordinaten des Borg-Wing-Clubs, welche alle Systeme an Bord des Kubus steuert. Sie müssen unbedingt das neuroelektrische Feld durchbrechen und das Wing-Club zerstören. Eine automatisierte Transporter-Subroutine wurde von Lieutenant Commander Data in den Schiffscomputer eingeschmeißt. Und die bei erfolgreicher Mission dafür sorgen wird, dass alle Mitglieder der Crew zurück auf die Enterprise gelegt werden. Bitte handeln Sie schnell. Die Sicherheit der Föderation und der gesamten Galaxie liegt in Ihren Händen. Immerhin. Was tut?